Ja, es ist kalt. Ja, es ist ungemütlich. Und es ist irgendwie auch ein bisschen glatt. Gibt genug Gründe, jetzt nicht draußen zu fahren. Doch ich habe mir Zeit freigeschaufelt und diese Zeit will ich draußen nutzen. Ich bin heute verabredet mit Nick und Sandra, den zwei Gesichtern hinter dem YouTube-Kanal We Are Cyclists. Nicht nur den schlittenfahrenden Kindern macht es mega Spaß, im Schnee rumzutollen, sondern auch mir gefällt die Winterlandschaft immer besser, je Jawohl. weiter ich auch aus der Stadt rauskomme. Also hoffentlich nicht glatt. Das ist zwar stellenweise ein bisschen sketchy, wenn man nicht genau weiß, ist der Untergrund jetzt glatt, ist er gesalzen, gibt es da vielleicht vereiste Flächen unter der Schneedecke oder wie sieht es überhaupt aus? Aber nach ungefähr 15 Kilometern war ich einigermaßen eingegroovt und konnte den Boden so ein bisschen besser lesen. Schlussendlich bin ich dann an dieser wunderschönen Anhöhe rausgekommen und dort wartete eine Überraschung. Ach, witzig. Sandra ist da vorne. Hallo. Hi. Servus. Ich habe mir gerade gedacht, was sind da für Verrückte mit dem Fahrrad da hinten? Seid ihr das? Ja. Wartet ihr schon lange? Ne, wir sind hier noch Stunden. Hi, servus. Servus. Servus, Felix, grüß dich. Fall gleich um. Nick und Sandra sind zwei richtige Unikate. Die zwei schaffen es, die verrücktesten Gravelrennen und auch Langstreckenerlebnisse so unaufgeregt und authentisch zu erzählen, dass es nicht wie bloße Angeberei klingt, sondern einfach nur Spaß macht zum Zuhören und wirklich inspirierend ist. Genau deswegen wollte ich mich mit den beiden auch schon länger mal treffen, weil sie für mich eine große Bikepacking-Inspiration sind und ich einfach mal wissen wollte, wie man mit der ganzen Schoße anfängt. Um zu ratschen, sind wir dann einfach mal von Schäftlarn Richtung Starnberger See durch die wunderschön verschneite Winterlandschaft geradelt, um dann endlich am Starnberger See anzukommen und diese hübsche Brücke hinaufzuklettern, um den Blick auf den Starnberger See zu genießen. Es ist richtig kalt gewesen und deswegen sind wir erstmal bei Sachertorte und Cappuccino in ein Café zum Aufwärmen gegangen. Wir waren jetzt geschmeidige 2,5 Stunden hier beim Kaffee trinken, viel geratscht und viel gelernt. Und jetzt ist es noch mal kälter als heute Mittag. Jetzt haben wir es kurz vor 3 und jetzt fahren wir Richtung München. München. Ja, genau. Ganz grob. Jetzt fahren wir grob Richtung München. Vielleicht schaffen wir es sogar im Hellen noch heim, aber wir haben alle Licht. Kein Licht dabei. Ah ja, ihr habt kein Licht dabei. Wir haben alle Licht, außer wir zwei. Go your tulips in a twist. Boah, Alter, das ist spiegelglatt. Bei diesem ausgedehnten Kaffee haben wir über ganz viele verschiedene verrückte Bikepacking-Touren von Nick und Sandra gesprochen. Zum Beispiel ist Nick mal mit dem Fahrrad von Dresden nach Portugal gefahren und macht auch irgendwie mal so Sachen, dass er in einem Monat 3000 Kilometer fährt, damit er das Rad, auf dem er sitzt, beim Gewinnspiel gewinnt. Sandra fährt verrückte Gravel-Rennen, wie zum Beispiel das berühmte Badlands und fährt manchmal sogar mit dem Fahrrad direkt zu den Veranstaltungen hin. Wer Bock hat, sich Videos über diese Abenteuer anzuschauen, die wirklich schön erzählt sind, dann schaut mal den Kanal hier oben rechts an, den habe ich euch dort verlinkt. Mega! Während wir hier so entspannt durch diesen Winterwald durchgraveln, halt ein Gespräch noch in meinem Hinterkopf nach. Und zwar haben wir uns lang und breit über Overnighter unterhalten. Ein Thema, das ich schon ewig angehen will, eigentlich seitdem ich ein Gravelbike habe. Und die beiden haben jetzt ein paar Touren und auch Schutzhütten oder andere Übernachtungsmöglichkeiten genannt, die ideal sind für meinen ersten Overnighter. Vielleicht machen wir das Ganze sogar zusammen, vielleicht mache ich es alleine. Ich weiß es alles noch gar nicht und ich freue mich mega drauf, denn dieses Jahr oder nächstes Jahr wird definitiv das Jahr, bei dem es ein bisschen mehr Richtung Bikepacking bei mir geht. Hast du auch irgendwelche Träume, die du dir mit dem Fahrrad erfüllen willst? Vielleicht irgendeine, ja, bisschen anspruchsvollere Route oder auch sowas wie ein Overnighter? Lass mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Würde mich interessieren, was du 2023 mit dem Fahrrad geplant hast. Okay.
Und während wir hier auf dieser wildromantischen Straße in den Sonnenuntergang hineinfahren, bin ich einfach nur dankbar dafür, mal wieder übers Fahrrad fahren, richtig spannende und nette Menschen kennenlernen zu dürfen, die man vielleicht so im echten Leben niemals getroffen hätte. Die letzten 21 Kilometer bin ich dann wieder alleine unterwegs auf der Olympiastraße Richtung München und während ich da so vor mich hin cruise, merke ich einfach, wie gut es mir getan hat, den Tag heute draußen zu verbringen. Klar, meine Zehen sind kalt, meine Hände sind ein bisschen kalt und mein Getränk ist auch eingefroren. Aufraffen lohnt sich also manchmal. Ich glaube, es lohnt sich sogar jedes Mal. So, wieder angekommen in München. Heil überlebt, es war gar nicht so ungefährlich, teilweise ziemlich glatt, hat aber mega Spaß gemacht, bei der Kälte jetzt endlich mal wieder draußen zu fahren und ja, insgesamt waren es jetzt über 60 Kilometer, ich glaube 65 Kilometer, also nicht so viel wie geplant, aber trotzdem hat es mega Spaß gemacht oder vielleicht deswegen hat es auch mega Spaß gemacht. Wenn es dir auch Spaß gemacht hat, dann lass gerne ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.